So, und zum letzten Teil, der wird ein bisschen kürzer, macht aber nichts. Will ich hoffen. Und ich bin gestorben. Der wird sehr kurz. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Game over. Bone. Ja, das ist das, ne? Fortfahren. Dieses Bone ist praktisch das Passwort. Jetzt fangen wir genau da an, wo wir aufgehört haben, fast. Also am Level. Ah ja, die Wölfe. Hi, na, wie geht's euch? Seid ihr auch wieder respawned? Ich freue mich sehr. So, das hatten wir eigentlich schon, aber naja. Ich musste ja so wagemutig da mich runterstürzen. Der Teil wird auch nur 10 Minuten lang. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und dann muss ich die Teile erstmal nach und nach. Es kommt natürlich noch ein Assassin's Creed Teil. Und dann kommen Nintendo DS einmal. Und dann kommen die Game Boy Advance Teile raus. Ganz genau. Ja, das mit dem Fokus bitte entschuldigen. Das habe ich letzte Folge auch rausgefunden. Hier kann man die schönen Flammen ausmachen. Das nur für die Flammen, ne? Ja. Faszinierend. Dann sind da die Stacheln weg. Die Stacheln finde ich irgendwie am ekelhaftesten bei Tomb Raider. Auch bei Tomb Raider 3, wenn da diese Stachelwände kommen und so. Boah, da habe ich immer Grusel. Da muss ich mich immer schütteln irgendwie. Genau. Bei Tomb Raider 3 haben sie aber auch das Blut dann verändert, glaube ich, nämlich noch zu erinnern. Dann war das nicht rot, das Blut bei Tomb Raider 3, sondern dann war das lila, ne? Oh, ein Skelett. Necklich. Niedlich, wollte ich sagen. Necklich. Hä, hey, was mit mir? Ich kann nicht reden. Sag mal, wann gibt ihr denn auf? Geschafft. Ich könnte mal ein Medikit nehmen, ne? Also ein kleines. Ja. Natürlich. Fokus, bleib doch mal stable hier. So, hier hoch. Das alles jetzt nur für so einen komischen Schalter. Naja. Und jetzt wieder zurück wahrscheinlich, hä?
So, wir kommen jetzt dahin, wo wir hinwollen. War hier irgendwie? Nee. Alter, ich komme nicht klar. Ich renne durch die Flammen. Gut, ich nehme mein Medikit. Muss ich hier lang? Nee, hä? Wo muss ich lang? Nee, das war ja hier nur für den Knopf, glaube ich, ne? Und ich schmeiß mich wieder runter. Ja, nun. Vorführeffekt. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. Yay. So. Wie gesagt, hier von diesem Spiel würde ich gerne ein Let's Play machen. Wenn euch das interessiert. Ich meine, ich mache die Videos so oder so, aber es wäre schon schön, wenn ich wüsste, dass das meiner Community interessiert. Weil ich möchte euch ja unterhalten und ich möchte euch ja nicht mit irgendwas unterhalten, was irgendwie euch zu langweilig ist oder so. Ich renne wieder durch die Flammen. Für die Community. Ey, die Flammen waren aus. Nix. Oh. Ach ja. Ach, was zum... Das war jetzt blöd. Ich muss erst die Schalter nehmen hier, damit ich die Türen aufmachen kann. Und mein Fokus hat keine Lust. Habt ihr früher bei Tomb Raider auch immer den Butler eingesperrt in den Kühlhaus? Ich habe das immer gemacht, weil der ging mir irgendwann so auf den Keks. Ich glaube, das hat auch jeder gemacht, ne? Diesen Butler da bei Tomb Raider 1 oder 2. Ne, bei 3 war er dabei erst, ne? Genau. Schrecklich. Geschafft. Ich bin auch gleich total geschafft. So. Natürlich. Jetzt kommen die Wölfe. Da war noch einer. Die waren zu zweit. Nicht? Fokus hat keine Lust. Gut, dass die Frau sich immer festhält. Ja, dann würde ich erstmal sagen, für das Angezockte würde ich jetzt erstmal sagen, bis zum nächsten Mal. Hoffe, es hat euch gefallen.
Wie gesagt, das Spiel würde ich gerne als Let's Play machen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Eure Tofina.